Okay, also willkommen zur zweiten Folge dieser Serie. Ich möchte noch mal ganz kurz wiederholen, einfach damit wir wieder den Einsprung finden, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir haben einen Reader gehabt, der eine Liststruktur oder Scheme-Struktur einliest. Der verwenden wir vorläufig noch den, der schon da ist. Da wird man demnächst einen selber schreiben. Der baut uns dann eine Liste auf. Also zum Beispiel, wenn ich sowas habe, plus mal 1, 5 und was weiß ich, mal A5. 1, 5 ist blöd, nehmen wir hier B. Dann baut er uns folgende Liste auf. Eine Liste mit 1, 2, 3 Elementen zunächst mal auf der obersten Ebene. Mit Nil am Ende. Das erste zeigt auf das Symbol Plus. Hier ist wieder eine Liste drin mit 1, 2, 3 Elementen. Stern, B und die 5. Und hier hinten haben wir nochmal dasselbe in grün für diese Liste. Das ist unsere interne Repräsentation von dem Programm, das wir einlesen. Eigentlich ist es auch letztendlich jegliche Repräsentation, die wir immer wieder verwenden für alles. Dann haben wir eine Assoziationsliste gemacht, die wir fürs Environment verwenden. Die Assoziationsliste hält unsere Bindings. Und die besteht aus einer Liste von Paaren, die immer ein Symbol, zum Beispiel A auf 10 und das nächste zum Beispiel B auf 20 und so weiter assoziieren, mappen. Und wir haben das Ding an eine globale, was wir noch ändern werden, weil das sehr schlechtes Design ist, aber so fangen wir mal an, eine globale The World gehängt. Und in der halten wir unsere Symbol-Bindings. Mit Define legen wir neue da drin an. Mit Set wird man dann existierende verändern können. Soweit, so gut. Dann kommt der Evaluator drüber, der geht da einfach durch. Wenn er ein Symbol zu evaluieren hat, dann guckt er in den Bindings nach dem Symbol. Wenn eine Konstante kommt oder so eine Zahl im Prinzip, Zahl, Strings und was weiß ich, Atome im Allgemeinen heißen die, kommen dann evaluiert zu sich selber. Und wenn er eine Liste hat, dann hat er das erste Element zu betrachten, zu schauen, ob das ein Built-in-Syntax-Element ist. Sie erinnern sich, if, let, set und so weiter waren syntaktische Elemente. Wenn es ein syntaktisches Element ist, dann haben wir eine Spezialbehandlung dafür. Wenn nicht, hat er die Argumente selber wieder rekursiv, indem er sich rekursiv aufruft, zu evaluieren, weil das könnten ja wieder kompliziertere Expressions sein, und dann diese Funktion darauf anzuwenden, auf die evaluierten Resultate. So, und wir haben damit angefangen, unser MyEval hier erstmal zu definieren, hier oben. Das ist genau diese Top-Level-Geschichte, von der ich gesprochen habe. Wenn es eine Zahl ist, evaluiert sie zu sich selber. Wenn es ein Symbol ist, hole ich das Binding aus der Welt. Wenn es ein Paar ist, also so ein Teil, dann ruft der Eval Function Call auf. Eval Function Call seinerseits holt sich das erste Element aus der Liste raus, guckt, ob es eins von den syntaktischen Elementen hier ist. Das sind die Spezialbehandlungen dann da unten. Und für die Functions evaluiert er hier die Argumente und appliziert dann die eigentliche Funktion drauf. Hier in Lisp sieht es sehr rekursiv aus, weil das Plus dann wieder als Plus implementiert ist. Aber wenn das nachher eine C, werden Sie sehen, an der Stelle gehen wir dann in Built-in-C-Routinen oder in Smalltalk, wenn wir es da, wenn wir sind, oder wenn wir es Java implementieren. Hier würden Sie ein Stück Java-Code dann schreiben, das dann die tatsächliche Berechnung dann durchführt. So, das Erste, was mir hier jetzt schon mal auffällt, ist, dass eigentlich der Code für alle, wenn ich das jetzt mehrfach mache, hier zum Beispiel hier noch Minus, geteilt, mal und was weiß ich alles vorstelle, da kommt immer wieder dasselbe vor. Hier werden die Argumente evaluiert. Es wäre vielleicht schöner, wir würden das irgendwie an einer Stelle zusammenfassen. Wir machen eine Routine, die einfach alle Argumente durchevaluiert und die evaluierten Resultate sammelt und die dann der Funktion gibt. Dann sparen wir uns diesen Code immer wieder zu schreiben. Das war mal das eine. Also das würde ich mal als Erstes anfangen. Define eval ArgList zum Beispiel, könnte man das nennen. ArgList, der kriegt eine Liste von Argumenten und ein Environment. Nein, das haben wir im Prinzip noch explizit, implizit. So, jetzt sagt er hier einfach, okay, wenn die Liste leer ist,
Dann liefern wir die leere Liste wieder zurück. Ansonsten evaluieren wir das erste Teil. Und da mache ich mir mal eine Hilfsvariable. First. Das heißt, ich hole mir mal das erste First Arg. Und das wird First von L. Und dann haben wir hier Rest Args. Der Rest von L. So, und dann sagen wir, wir brauchen eine neue Liste zusammen, bestehend aus Denkpause. Ich weiß nicht, was ich jetzt Böses getippt habe. Na, so lange kann es aber nicht dauern. Wird wieder rausgeschnitten. Hallo. So, okay. Bestehend aus, wir rufen myEval rekursiv wieder auf, myEval auf das First Arg und dann rufen wir Eval Arg List. Jetzt muss ich mir irgendwie meine Namensgebung vielleicht irgendwie konsistent machen. Ich habe da immer, obwohl da habe ich auch Underscores drin. Naja, spielt eigentlich keine Rolle. Eval Arg List von den Rest Args. Da habe ich einen Tippfehler noch. Rest Args. Das ist übrigens nichts anderes als eine Map-Funktion, die wir in der allerersten Stunde am Anfang mal, habe ich glaube ich mal erklärt, ganz kurz, wie Map funktioniert. Map ist eine Routine, die eine Liste nimmt, eine Funktion auf jedes Element appliziert und die Resultate wieder sammelt. Sie erinnern sich? Ich glaube, wir haben es sogar noch hier oben irgendwo. Vielleicht auch nicht. Zumindest finde ich es nicht. Ich würde es mal kurz definieren. Map ist nämlich eine sinnvolle Hilfsroutine. Define Map. Von einer Map, von einer Funktion, appliziert auf eine Liste. Und da kommt genau der Code von hier unten eigentlich rein. Den werde ich jetzt nämlich einfach mal stehlen. Copy. Paste. Also wenn die Liste leer ist, kommt die leere Liste zurück, ansonsten dasselbe hier. Und hier wird nicht myEval, sondern es wird die Funktion, die hier reinkommt, aufgerufen, die ich hier als Argument mitgebe. Und die Rekursion hier hinten besteht natürlich aus Map Rest Args. So, wenn ich das mal definiert habe, das können wir mal kurz ausprobieren. Na, was habe ich jetzt gemacht? Nicht alles kopiert. Copy. Assign. Ah, ja, sehr schön, danke. F. Jetzt aber. Cannot define assignment disallowed. Ach, Map gibt es schon in dem System. Okay. Dann muss ich es mal, ich nenne es mal MyMap. Einfach um das zu demonstrieren, MyMap. Ich weiß nicht, warum der so zickig ist mit dieser Redefiniererei. Aber okay. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich definiere mal, Sie erinnern sich an unsere Add10-Routine. Define Add10 von x als plus x10. Und jetzt kann ich es natürlich sagen, add 10, 20, da kommt 30 raus. Aber ich kann sagen, map die Funktion add 10 auf eine Liste. Mit Quote gebe ich die mal 1, 2, 3, 4. Und jetzt wird quasi für jedes Element in der Liste das add 10 aufgerufen. Und die Resultate werden wieder aufgesammelt. Und ich kriege eine wunderbare Liste mit den Resultaten. Und die Funktion muss natürlich nicht mal einen Namen haben. Sie erinnern sich, ich kann hier auch meine eigene Funktion, kann sagen Lambda von irgendeinem x. Und kann sagen mal xx. Und das nehme ich als erstes Argument an das Map und übergebe dieselbe Liste hier hinten. Und dann kriege ich hier die Quadrate der Zahlen. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, was wir hier unten auch machen wollen. Map ist eine Funktion, die hat jedes Scheme schon normalerweise per Library oder per Built-in dabei. Eine der Standardfunktionen. Und das ist genau das, was wir hier brauchen eigentlich. Wir können hier nämlich sagen, eval Arguments, wo war es? Hier unten. Define eval arglist ist eigentlich nichts anderes als map myEval auf die Liste L und damit sieht das Ganze dann viel schöner aus. So,
Und jetzt würden wir einfach sagen, bevor wir so eine Built-in-Function aufrufen, rufen wir schon eval-arglist auf, copy. Das heißt, wir rufen unser myeval plus mit eval-arglist von unserer unevaluated, deswegen hat die ein U-Präfix. Und das gleiche machen wir hier unten auch wieder, copy. Wir werden nachher sehen, dass wir es noch weiter vereinfachen können. Und jetzt kriegt er schon eigentlich eine evaluierte Argumentliste hier rein. Das heißt, er bräuchte eigentlich nur noch sagen plus first von der evaluierten Arglist und second von der evaluierten Arglist. Das sieht schon mal viel schöner aus. Und dasselbe natürlich hier unten auch. Equal second. Auch viel schöner. Mal schauen, ob es überhaupt noch funktioniert. Starten wir es mal als Programm und sagen unsere Funktion m und jetzt kann ich sagen plus a10. Genau, das war der Stand. Das heißt, es funktioniert noch. Eigentlich würde ich Ihnen gleich an der Stelle empfehlen, so eine kleine Testsuite zu machen, die man dann durchlaufen lassen kann, damit man nach jeder Änderung, weil wir ständig wieder ändern, sieht, ob noch alles tut, ob wir keine Regression reinkriegen, also was schon mal funktioniert hat, plötzlich nicht mehr tut. Das werden wir nachher, wenn wir es in C und in Smalltalk machen, werden wir das tun. Jetzt hier tue ich das mal nicht. Ich probiere das immer kurz aus. So, jetzt gibt es natürlich noch eine wunderbare Funktion im Standard-Scheme. Die habe ich noch nicht beschrieben, aber es ist eine nützliche Hilfsfunktion. Ich werde die jetzt mal reinbringen. Ich werde sie nicht implementieren. Die heißt apply. Und zwar kann man da sagen, ich habe eine Liste von Argumenten. Zum Beispiel eine Liste L bestehend aus 10 und 20. Und ich habe eine Funktion, zum Beispiel die Additionsfunktion. Jetzt möchte ich gern, dass diese Funktion appliziert wird auf die Argumente, beziehungsweise dass sie aufgerufen wird mit den Argumenten. Und dann kann man sagen, apply zum Beispiel plus auf L. Und dann kriege ich das gleich raus. Und das ist eigentlich genau der Punkt, den ich hier haben will. Ich würde hier nämlich gern das noch weiter reduzieren. Wie kann ich das apply eigentlich implementieren? Eine ganz einfache Implementierung ist folgendes. Ich rufe eval auf und sage, ich konstruiere eine Liste bestehend aus der Funktion und der Liste. Ja, Sie können sich ja vorstellen, wenn ich ein L habe und habe eine Funktion, da kann ich auch sagen, eval, konstruiere eine Liste bestehend aus, jetzt muss ich allerdings ein Quote reinmachen, bestehend aus dem Namen plus, dem Symbol plus und der Liste L. Arity, ach, das Eval von Scheme braucht noch ein Argument, aber im Prinzip könnte ich genau das machen. Dann lassen wir es mal so. Vergessen Sie es, was ich gesagt habe. Erstmal. Passt gerade noch nicht, weil wir noch kein Environment hier an der Hand haben, was ich eigentlich wollte. Also hier, das wäre mal diese Geschichte. Wir könnten sagen, apply die Funktion plus auf die Arglist. Und damit hätte man eigentlich apply die Funktion equal auf die Arglist, war eh noch falsch. Und schauen wir mal, ob es jetzt immer noch tut. Ah ja. So, und jetzt kommt wieder unser Test. Plus A10 funktioniert noch. Also wir sind jetzt auf jeden Fall an dem Plus vorbeigekommen. So, das Zweite, was mir noch nicht gefallen hat in unserer ersten Implementierung hier, war folgendes. Ich habe hier eine globale Variable drin, the world. Das gefällt mir nicht wirklich. Wir werden aus zwei Gründen, wenn Sie eine globale Variable haben, Sie kennen das, Sie können dann keine zwei Funktionen oder zwei Threads parallel laufen lassen, ohne dass die ständig in die Quere kommen. Sie müssen dann Synchronisation sorgen und so weiter. Und wir werden auch später dann Riesenprobleme mit Rekursionen und solchen Dingen kriegen. Es ist viel einfacher oder es ist viel sauberer, wenn man da funktional vorgeht und dieses Binding als Argument mitgibt. Das heißt, anstatt dass ich hier eine globale World habe, würde ich sagen, es gibt ein zweites Zusatzargument, das heißt hier Environment. Und das reichen wir einfach durch. Das heißt, da überall, wo jetzt the World steht, schreiben wir dann Environment. Und überall, wo wir es brauchen könnten, geben wir es als Argument noch mit. Das heißt, hier geht es jetzt mal schon mal rein. GetBinding holen wir aus dem Environment, das wir da mitkriegen. EvalFunction kriegt das Environment als Argument mit und wir geben es jedem runter, der es brauchen kann oder auch nicht. Das wissen wir jetzt noch nicht. Sodass wir hier in unserem Programm keinen Zugriff mehr auf the world haben.
halt eval arglist, eval arglist environment, eval user defined, das gibt es noch nicht, aber der wird das auch so machen. Dann haben wir hier unseren eval arglist, der kriegt ein environment. Jetzt haben wir ein Problem mit dem map, weil der map eine Funktion aufruft mit einem Argument, ja, und diese Liste natürlich abarbeitet, die Dinge rausholt und dann die Funktion aufruft. Das heißt, wir müssen hier jetzt eine Funktion machen, Lambda mit einem Argument, das ist nämlich dann jedes A, jedes Argument. Und was macht der da drin? Der ruft myEval mit dem A und dem Environment auf. Da hätten wir jetzt quasi eine einerwartende Funktion, die das Map verkraftet. Und das zweite Argument zum Mappen müssen wir natürlich immer noch angeben, das ist dann immer noch die Liste. So praktisch sind Lambdas. Sie sehen an der Stelle vielleicht gleich noch eine interessante Sache, ein Konzept, das nennt sich Currying. Hat nichts mit dem Gewürz zu tun, sondern da gab es einen Typ, der hieß so, Herr Curry. Und zwar kann man Folgendes sagen, eine Funktion mit 5 Argumenten kann ich auch abbilden durch eine mit 4, indem ich ein Lambda drumherum bastel und eine mit 3 und eine mit 2 und eine mit 1 rekursiv bis runter auf 1. Das heißt, Funktionen mit mehreren Argumenten kann ich auch simulieren durch eine Funktion mit weniger Argumenten, also mit einem im Prinzip. Wie mache ich das? Angenommen, ich habe eine Funktion f, die erwartet a und b und c, dann kann ich genauso gut sagen, ich habe ein f', was nur ein a erwartet. Und, oder sagen wir mal, ich habe ein f'. Und ich packe das in eine Funktion, ich mache es vielleicht ganz konkret. Ich packe das in ein Lambda rein. Also ich sage Folgendes, ich habe mein f, aufpassen, ein Lambda von a mit einem Body und da drin ist ein Lambda von b mit einem Body und da drin ist ein Lambda von c und dann rufe ich das Ding auf mit den Argumenten 1, 2, 3. So sieht es letztendlich aus. Das heißt, ich habe hier auf der äußersten Funktion jetzt, auf der äußersten Ebene jetzt eine Funktion, die ein Argument erwartet, das wird dann das a sein, die ihrerseits definiert eine Funktion mit einem Argument. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Nee, da fehlen die Klammern natürlich so rum. Okay. Und so gebe ich diese Argumente nach innen rein. Vielleicht schneiden wir das nachher raus. Ich glaube, das muss ich nochmal überarbeiten. Das war jetzt Quatsch. Ich probiere es gerade mal nochmal. Ich schreibe es jetzt mal hier. Wobei es jetzt gerade ein bisschen wegführt eigentlich vom Thema. Okay, ich möchte eine Funktion haben, die, machen wir es so, f von a schneide es raus, wir vergessen es, wirklich, lassen wir es weg, ich muss mir es kurz überlegen. Krieg's gerade nicht hin. Wie dem auch sei, was ich hier dabei raus wollte, ist eigentlich, dass wir innen drin dem Map eine Funktion mit einem Argument geben, wir aber eine Funktion aufrufen müssen im Map, die 2 braucht. Und dieses Ding kommt von außen hier von dem äußeren Scope dann rein. Soweit, so gut. Schauen wir nochmal, ob alles funktioniert. Schon mal nicht, und zwar, weil, ja genau, auf der obersten Ebene muss ich jetzt natürlich die Welt reingeben als Argument. MyEval read und hier habe ich the world als Eingangsparameter noch mitzugeben. Das funktioniert noch. Und was auch funktionieren muss, ist plus 10a. Funktioniert auch. Was jetzt gerade nicht funktioniert, und das ist unser Set, beziehungsweise unser Define, da müssen wir uns jetzt nämlich überlegen, wie kann der jetzt das Define, kriegt ja jetzt auch, halt, da habe ich noch ein paar vergessen, kriegt auch das Environment noch mit.
Und das möchte ja eigentlich im Environment was anlegen. Das heißt, wir brauchen jetzt, wir kriegen das Environment zwar runter als Argument immer, jetzt hier als env, aber vorher hatte ich diese globale Variable, die ich modifiziert habe, indem ich einfach hier vorne ein neues Binding dran gesetzt habe und habe das the world umgesetzt. Letztendlich, Sie erinnern sich, das war die Art und Weise, wie wir da neue Bindings dranbringen. Jetzt habe ich diese Möglichkeit nicht mehr, weil keine globale Variable da ist. Ich kann zwar Environment umsetzen, aber das hat natürlich keinen Einfluss mehr auf den Caller. Der Caller kriegt davon nichts mit. Das heißt, jetzt an der Stelle müssen wir Folgendes machen. Wir müssen unser Environment ein bisschen anders organisieren, sodass wir nicht das Binding, nicht eine Referenz auf die erste Zelle hier runtergeben, sondern wir geben eine Referenz auf eine zusätzliche Zelle, auf diese hier. Das wird unser env. Und wir greifen immer noch einmal indirekt zu. Und wenn wir jetzt ein neues Binding reinhängen wollen, dann setzen wir das da vorne ran, wie gehabt, und wir setzen diesen Pointer um. Also wir machen einfach nochmal eine Indirektion dazwischen. Das heißt jetzt aber auch, wir müssen unsere Funktion setBinding und makeBinding und so weiter all ändern. Das heißt, unser EmptyEnvironment soll jetzt nicht mehr nil liefern, sondern EmptyEnvironment wird jetzt eine Zelle, die hier nil drin hat. Das heißt, eigentlich nur ein cons nil nil. Dann sagen wir addBinding. addBinding muss jetzt eins weitergehen. Das heißt, wir nennen das da nochmal addBinding. Der liefert ja ein neues Environment zurück als Ergebnis. Das, wir nennen das mal addBinding Helper. Und wir machen ein neues addBinding. Was der jetzt kriegt, ist auch kein wirkliches Environment mehr, sondern der kriegt nur noch diese Liste. Das heißt, der kriegt eine env-List vielleicht und der liefert eine neue Zelle zurück dann. Das ist der alte addBinding, der ist immer noch genauso, wie er war. Der kriegt das hier und ein neues k und neues v und der legt eine neue Zelle an mit k, v und noch eine neue Zelle und lässt die da drauf zeigen und die auf das alte. Und das liefert er zurück hier. Eine Referenz auf dieses neue Ding. Das ist unser addBinding-Helper. Und der alte addBinding, der muss jetzt Folgendes machen, der ruft den der hat ja hier schon eine Liste drin, der ruft jetzt den addBinding-Helper auf das, was da drin ist, kriegt eine neue zurück und setzt die da wieder rein. Das heißt, er sagt set den Rest von env auf das, was der addBinding-Helper mir liefern würde. Copy, paste, auf, und der kriegt den Rest von dem Environment, was da reinkommt, das ist nämlich die Liste, Key Value. So, und der Rest bleibt gleich, jetzt haben wir das nur an der einen Stelle. Und jetzt können wir hier gleich sagen, define the world als empty environment, dann haben wir the world hier drauf zeigend, auf diese Zelle. Und dann können wir addBinding aufrufen, ohne dass wir den Return-Wert betrachten müssen. Wir können nämlich jetzt sagen, addBinding an the world und addBinding, da schmeißen wir auch alles weg, addBinding the world B, sieht schon viel sauberer aus, auch wenn man das tatsächlich hier mal so sieht. Und hier unten, das brauchen wir nicht mehr. Ja. Ja, danke, genau, wunderbar. Da, bitte? Oh, ja, danke. So, und dann haben wir unten unser Define, wird jetzt auch geändert. Unser Define hat ja bisher set the world gemacht, der braucht jetzt eigentlich nur noch sagen addBinding in der Welt. First und eval der Rest. Da habe ich jetzt einen wieder zu viel. So, so weit, so gut. Ist das klar, was ich da jetzt gemacht habe? Ich habe im Prinzip, dadurch, dass
AddBinding hier eine neue Liste zurückgeliefert hat und ich musste die dann wieder in the world setzen, damit ich wieder einen vernünftigen Anker habe, habe ich diesen Anker jetzt eigentlich aus the world weggenommen in diese Zelle hier rein. Und diese Zelle reiche ich durch, oder eine Referenz auf diese Zelle reiche ich durch, rekursiv. Wenn wir nachher sehen, wofür wir das noch brauchen werden, speziell wenn wir dann verschachtelte Environments kriegen. Aber jetzt schauen wir mal, ob überhaupt noch alles tut. Aha, cannot set rest, undefined. Setcutter heißt es hier, glaube ich, oder? Setcutter. Ja. Setcutter. Gut. M. Contract expected impair. Ach, dieses Scheme ist, dieses Dr. Racket ist so ärgerlich. Es ist so, die haben sich irgendwann einmal entschlossen, dass es schlecht ist, wenn man Zellen modifiziert, weil es nicht funktional ist. Und dann haben sie mal gesagt, okay, wenn du eine Zelle generieren willst, mit Cons generierst, dann ist die nicht modifizierbar. Du musst sie explizit mit M-Cons, Modifiable Cons, generieren. Nachher musst du aber auch mit allen möglichen M-Dingern dann darauf zugreifen. Jetzt probieren wir mal, ob das funktioniert, wenn ich da einfach M-Cons. Das ist nämlich die einzige Zelle, die modifizierbar ist, die anderen, oder modifiziert wird, die anderen sind eigentlich nicht problematisch. Wie heißt das dann? Jetzt kriege ich gleich eine Krise. Oder heißt es hier Set M Cutter? Nein. Ich glaube, ich muss hier einen anderen Standard setzen. Kann das sein? Wie war das nochmal mit der Language? Mit Hash war das, gell? Hash Scheme. Hash Lang? Naja. Boah, jetzt geht gar nichts mehr. Illegal Use, not a Module. Jetzt will er unbedingt, dass das mit einem Module-Body anfängt. Also für so einfache Sachen ist das hier dann doch manchmal ein bisschen zu restriktiv für mich. Schauen wir mal, ob der es kann. Der kann es auch nicht. Ach, das mache ich doch mit meinem eigenen Swindle. Ich weiß nicht mehr, was ich da haben möchte. Altlastenprogramme. Okay, jetzt muss der ganze Mist, den ich da oben eingetippt habe, der passt ihm jetzt nicht mehr. Duplikat, define. Das ist sowieso Quatsch. Okay, gebe ich zu. Unbound, Error. Mann. Das gefällt mir alles nicht hier. Der ist jetzt viel strikter, der will jetzt, dass das alles schon da ist, was ich hier definiere. Das heißt, ich muss jetzt schon mal ein Define my eval lambda environment als Error. My eval set gibt es auch noch nicht. Brauchen wir auch kurz. Der nimmt mir jetzt die Vorteile von Scheme weg, die nämlich die sind, dass ich eigentlich mit halbfertigen Programmen schon was demonstrieren kann. Und indem er das vorher statisch schon prüft, ob das alles Sinn macht. User-defined. Was will der haben? Eine Expression und Environment. So, hoffentlich haben wir es. My eval unbound identifier. Das kann ich mir aber nicht ganz
myeval groß geschrieben. Okay, da hat er recht. Wundersam, 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 dass das überhaupt jemals funktioniert hat. Ja. Ich bin offensichtlich da noch nie vorbeigekommen. Nee, das war es nicht. Expect Ampere. Jetzt wollte ich da den M-Coins eigentlich machen. Brauche ich jetzt einen M-Rest oder was? Ja, das war's. Okay, also, sobald man hier sagt, man möchte solche Zellen modifizieren, zieht sich das hier ziemlich durch. Schauen wir mal, ob es noch geht. Da brauche ich auch einen MK. Oh, das war sowieso falsch, halt. First Binding. Add Binding, ja klar, ich habe nur den Add Binding geändert, ich muss auch noch den Get Binding. Das wird der Get Binding Helper wieder. Und dann brauche ich einen Get Binding, der auch diese Indirektion natürlich nachvollzieht. Get Binding von einem Environment, das ist auch kein Environment mehr, sondern das ist eine Environment Liste. Liste, Liste, Rest Bindings, okay. Hier haben wir tatsächlich ein Binding, Key, und da liefern wir zurück Get Binding Helper von MK, von unserem Env, was ja dann die Liste ist, und Key. So. No such binding A. Warum findet er kein binding A? Add binding the world. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Gucken wir uns mal die Welt an. Da vorne ist ein Nil dran. Das gehört da mit Sicherheit nicht dazu. Das ist richtig, das ist, ja, diese geschweifte Klammer verwendet er hier, um solche modifizierbaren Zellen zu. So, und jetzt probieren wir mal das Add Binding aus. Add Binding W Quote A10. Ah, danke. So, da stimmt was nicht. Warum, was habe ich falsch gemacht? Nee, eigentlich ist da vorne immer noch eine Nil drin. Get Binding WA. Da stimmt was nicht. Ah, ich habe es hinten dran gehängt, gell? Moment. Add Binding. Set Cutter, ja genau. Okay, muss ich hinten durch und hier bin ich vorne durch. Da komme ich bei dem Nil vorbei, klar. Danke, sehr gut. Spitze. Immer noch nicht. Get Binding Helper vom M-Cutter. Mir nicht ganz klar ist, warum.
Er hat schon recht, das muss ein M-Cutter sein. Ach, die Rekursion war noch falsch. Sorry, GetBinding Helper habe ich umbenannt und habe es hier drin vergessen. Und damit bin ich dann im Falschen rausgelandet. Boah, sorry. So, jetzt sind wir wieder so weit, dass es wieder funktioniert. Ich hoffe mal, plus A10. Nein, immer noch nicht. MyEval plus Arity Mismatch, der will... Ja, das ist aber klar, da habe ich einen Fehler. Das ist eine Klammer falsch. Und das wahrscheinlich hier unten auch nochmal genau. So. Stopp. Klar, wenn wir das nachher in Smalltalk debuggen, wird es leichter. M plus 10a. Immer noch nicht. Eval Arglist. Ach, Eval Arglist möchte auch noch ein Environment haben. Genau. Das war schon richtig. Und der MyEval Plus will das Environment nochmal haben, beziehungsweise der braucht es eigentlich nicht mehr, weil der kriegt sie ja schon alle evaluiert. Der Eval Plus, also diese Functions hinten brauchen es meines Erachtens gar nicht mehr. Das können wir vielleicht weglassen. Eval Equal und hier auch. So, jetzt aber. Plus A10. Ja. Und plus AB. Natürlich in M, in unserem Evaluator. Wunderbar, soweit so gut. Jetzt haben wir eigentlich soweit das Ding wieder umgebaut, dass wir das Environment zum einen hier als Argument durchreichen, die globale Variable gar nicht mehr wirklich brauchen, weil the world, gut, das baut man einmal auf und dann ruft man das Top-Level-Eval hier unten mit dieser world einmal als Argument auf. Wir werden nachher sehen, warum das so geschickt ist, wenn wir das durchreichen, weil wir neue Environments anlegen müssen on the fly und dann wird das geschickter. So, jetzt, wir waren am Schluss, das letzte Mal beim Lambda und das war eigentlich der Punkt, wo wir aufgehört haben und den wollen wir jetzt machen, weil wir wollen user-definierte Funktionen machen. Ich möchte gerne sagen können, in unserem Evaluator define, ich kann ja schon definieren, tatsächlich kann ich schon definieren C30, das geht schon. Nein, aha, siehe, es geht noch nicht, und zwar, weil da auch noch was fehlt. Da muss ich das Environment noch durchgeben. Schön, dass wir darüber geredet haben. M define C30, jawohl, und jetzt muss ich eigentlich mein C finden, sehr schön. Okay, und ich möchte gerne sagen können, define F lambda, was weiß ich, oben mit einem Argument oder wegen mir mit zwei Argumenten, x und y, und dann soll er sagen können, plus x, y. Das ist das, was ich will. Und bisher habe ich noch kein Lambda drin, deswegen landet er hier im Error. Das kopieren wir gleich mal, das brauche ich nämlich nachher wieder. So, was soll das Lambda machen? Das Lambda muss natürlich irgendwas zurückliefern. Und es ist eigentlich völlig wurscht, was es zurückliefert, solange ich das hinterher wieder im Eval erkenne. Im Eval komme ich nämlich nachher in diesem Switch, was ja nichts anderes ist als ein Switch hier, da komme ich hier unten durch und da muss ich wissen, Eval User, da muss ich wissen, dass es eine User-Defined Function, dass das ein Lambda ist. Und das Einfachste, was der macht, was der Lambda macht, ist, dass er eigentlich nur eine Liste zurückliefert, die ich nachher wieder als solche erkenne. Und die eigentliche Liste, die schönste Liste wäre eigentlich nur eine, die vorne eine Markierung hat. Ich bin eine Lambda-Function oder ich bin eine. Ja, die Argumentliste brauche ich nachher wieder und ich brauche den Body wieder. Tatsächlich ist es schon die unevaluated arglist, die könnte ich schon zurückliefern, die würde schon funktionieren. Ich liefere jetzt mal ein Const zurück, bestehend aus einer speziellen Markierung, wegen mir I am a Lambda, mit Underscores dazwischen, I am a Lambda, und dann brauchen wir die Argumentliste hier und wir brauchen das hier hinten, den Body. Also könnte, und das habe ich ja beides in dieser Unevaluated Argumentliste schon, also tun wir das da an der UArglist. Das heißt, Sie sehen, der Lambda macht da eigentlich gar nicht viel, die Arbeit macht nachher ein anderer, wenn es evaluiert wird, aber der Lambda merkt sich eigentlich bloß die Argumentliste und den Body. Machen wir das mal. So, jetzt kann ich mein M starten. Und meinen Code von vorher reinpasten, sofern ich den noch in meinem Buffer habe. Okay, und jetzt schauen wir mal, was wir an F gebunden haben. I am a Lambda mit XY und mit dem Body im Ding. Jetzt könnte man es natürlich noch schöner sagen, statt I am a Lambda nehmen wir mal einfach Quote Lambda.
Das hat nämlich den schönen Nebeneffekt, dass ich jetzt die Funktion wieder printen kann, so wie sie definiert war, und sie printet sich gleich schön aus, nett aus. Wir können nachher beim Debuggen können wir schauen, was hängt da eigentlich dran. Also das ist jetzt ein bisschen ein kleiner Trick, die printet sich so, wie sie definiert war. Wir könnten sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil eigentlich im Code ursprünglich gab es diese Liste mit dem Lambda ja schon mal. Die haben wir hier nur abgeschnitten, indem wir nämlich dieses eval Lambda mit der unevaluated ArcList aufgerufen haben. Und die unevaluated ArcList ist ja schon die Restliste hier, Restliste von dem E. Da steht schon ein Lambda dran, das heißt, wir könnten sogar das Lambda, was wir eigentlich schon aus dem AST kriegen, also das ursprüngliche, das könnten wir zurückliefern, und dann würde nämlich hier das Define Lambda reduziert werden zu dem Zurückgeben von dem E. Da wird überhaupt nichts mehr allokiert und dieses Eval Lambda fliegt damit raus. Brauchen wir gar nicht. Start. Schauen wir mal, M. Und habe ich es noch im Paste-Buffer? Jawohl. Und jetzt können wir hier nochmal M und jetzt evaluieren wir unser F. Na? Und da kommt das Lambda wieder raus, was vorher da war. Das ist das Lambda, was der Reader ursprünglich mal angelegt hat. Aber das spielt für uns keine Rolle. So, und jetzt kommen wir zur Evaluate-User-Defined-Function. Wenn wir das nachher aufrufen, wenn wir nachher sagen, wir evaluieren F und mit zwei Argumenten, wegen wir 1 und 2, dann landen wir in unserem MyEvalUserDefined. Und was kriegen wir als E? Schauen wir mal. Machen wir mal da ein Display E rein. Start. Ich müsste das vielleicht irgendwie. Und M, F. Muss wieder aufrufen. F von 1, 2. Das E, das wir gekriegt haben, ist jetzt F von 1, 2. Das liegt eigentlich daran, dass wir hier das E noch nicht, also den ersten Teil noch nicht evaluiert haben, was wir eigentlich tun sollten. Das heißt, hier an der Stelle, haben wir Folgendes gemacht bisher. Wir haben auf diese Built-in-Syntax geachtet, geguckt und haben dann auch auf dieses Plus geguckt. War vielleicht ein bisschen doof, weil was man damit nicht machen kann, ist define my plus als plus und dann das Aufrufen von my plus, was man in Scheme kann. Das geht bei uns nicht hier drin, weil wir nämlich diesen ersten Slot angeguckt haben, ihn aber nicht evaluiert haben. Das heißt, es wäre eine schöne Sache, wenn wir den evaluieren würden. Also machen wir das mal, nachdem wir auf Syntax geprüft haben, sagen wir let evaluated function, da rufen wir uns rekursiv auf dieses fn. Eval von fn und in dem Environment. Jetzt hätten wir die evaluierte Funktion an der Hand. Das heißt, wenn wir vorher f wenn da stehen gehabt hätten, dann würden wir jetzt unser Lambda wieder rauskriegen. Das Problem ist bloß, wenn wir da vorher plus oder equal standen haben, dann haben wir jetzt nichts mehr, weil dann hätte er gesagt, oh, ich weiß nicht, was plus ist. Wir müssen uns also an das Plus was ranbinden, ein Binding, ein Initiales, ja? Damit wir das hier wieder erkennen. Das heißt, wir müssen zunächst mal die Funktion evaluieren und dann gucken, was rauskommt. Und dazu muss in unserem Binding schon mal was drin sein, zum Beispiel unter Plus. Da tun wir jetzt einfach mal irgendwie wieder eine Markierung rein, zum Beispiel Built-in Procedure Plus. Was einfach nur ein blöder Name ist. Und unter dem Equal legen wir einfach ein Token quasi ab, den wir nachher wieder erkennen. Equal. So, jetzt sieht unsere Welt anders aus. Das heißt, wir evaluieren jetzt hier die Funktion, den ersten Slot, hier an der Stelle. Und jetzt gucken wir, ob die evaluierte Funktion, ist das richtig hier? Nein, da fehlt noch eine Klammer. Ob die evaluierte Funktion jetzt nicht mehr plus ist, sondern unser spezielles Token, was wir vorher eingeführt haben. Copy. Da waren wir.
das hier. Und wenn die evaluierte Funktion, evaluated function, wenn die gleich diesem built-in equal, habe ich das jetzt equal oder equal Fragezeichen genannt? Mit Fragezeichen. Im Alter wird man vergesslich. Dann evaluiere ich das. So, und wenn nicht, ja, wenn nicht, dann, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann rufen wir mal my evaluate user defined function an. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich mit meinen Klammern wieder zurechtkomme, weil ich habe ein let noch eingefügt, brauche ich wahrscheinlich eine mehr. So. Also, was ich jetzt machen kann in unserem M, ich kann sagen, define plus plus. Weil jetzt ist ja an plus was gebunden. An plus habe ich nämlich jetzt dran gebunden, die built-in procedure plus. Das ist nur ein Token, das ist ja nur ein Symbol. Hat gar keinen Wert, da steht wirklich was dahinter. Aber übrigens, wenn Sie hier gucken, was da rauskommt, das sieht doch ganz ähnlich aus. Das machen die nämlich eigentlich auch so. Das heißt, an dem plus ist tatsächlich irgendwie was gebunden, was der nachher was von allen unterscheidbar ist, damit er nachher im Evaluator merkt, da muss ich eine Built-in-Funktion aufrufen. Ja? Er kann nicht das Symbol plus nehmen, weil ich kann ja in Scheme immer sagen, define xxx als plus. Und dann möchte ich, wenn ich xxx aufrufe, trotzdem die Plus-Funktion haben. Und genau das Gleiche machen wir jetzt hier auch. Wenn ich unser m aufrufe und ich sage define xxx als plus, dann hat er jetzt unter dem xxx unser Built-in-Procedure-Plus-Symbol dranhängen. Und wenn ich deswegen muss ich jetzt im Evaluator darauf schauen und nicht mehr auf dieses konstante Plus. Also wir haben jetzt eine Indirektion eingefügt. Schauen wir mal, ob das noch funktioniert mit unserem regulären Plus. Plus 10, 20 müsste immer noch gehen. Okay, und M plus A 10 geht auch noch. Prima. Jetzt kommt unsere Funktionsdefinition. Define F, jetzt habe ich es leider nicht mehr im Copy-Paste-Buffer. Lambda von leer von A, was weiß ich, XY als plus XY. Und was sagt er, was habe ich bei F? Das Lambda. Und jetzt evaluieren wir das und sagen, wir rufen F auf mit 1 und 2. Und wir landen hier und jetzt haben wir hier das FA. Woran liegt das? Das liegt daran, dass unsere EvalUserDefinedFunction hier noch das E übergibt. Aber eigentlich muss er übergeben, was muss er tun? Er muss zunächst einmal die evaluierte Function, evaluated Function, übergeben. Und damit ich die Argumente nicht vergesse, wäre es gut, wenn ich auch eine evaluierte Argumentliste schon übergebe. Machen wir das so wie bei den normalen Functions. Das heißt, jetzt sieht man auch wieder, dass ich die evaluierte Argumentliste eigentlich hier jedes Mal brauche. Dann könnte ich die eigentlich hier gleich in dieses Let mit reinpacken. Da brauche ich das bloß einmal schreiben und sage, evaluated args ist dann das Ding. Und noch eine Klammer. Und dann kann ich hier überall schreiben, evaluated args. Wo sind wir? Eval arglist fliegt raus. Beim equal fliegt es jetzt raus. Und hier fliegt es auch raus. Dann wird der Code um einiges schöner. Also. Nochmal? Evaluated Function. Ja. Ist aber nett, dass er mir das zeigt. Das finde ich jetzt freundlich. Okay. Eigentlich würde ich mir das auch in meiner IDE manchmal wünschen. Sehr schön. Das sind wieder gute Ideen. So, jetzt nochmal. Das mache ich jetzt übrigens hier gleich mit rein, damit ich das nicht jedes Mal tippen muss. Ich mache einfach ein Binding in the World. Copy, paste, add binding, the world. Ne, das machen wir gleich hier. Define M. Und da sagen wir einfach vorher my eval. Und statt read geben wir es ein. Ich tippe ein define F als Lambda mit x und y. Und da kommt plus xy. Da brauche ich das nicht jedes Mal neu tippen. Halt, worin evaluiere ich das? Ich evaluiere das in der Welt. Paste. Oh.
Ctrl Z. Jetzt Copy. Paste. Stopp. Start nochmal. Ah, jetzt hat er es schon evaluiert und wenn ich jetzt M sage und nach F frage, dann habe ich da mein Ding. Brauche ich nicht jedes Mal eintippen. So, aber jetzt kann ich nochmal den Evaluator kann sagen F von 1 und 2. So, und wo landen wir jetzt hier? Erstmal landen wir immer Fehler. Arity Mismatch expected number 2, expected given 3, da habe ich einen Fehler, weil myEval arg user defined kriegt jetzt hier vorne die Function und hinten die evaluated args schon. Leider muss ich es jetzt nochmal starten. E undefined, das ist jetzt hier display function. Machen wir da draus. Display fn. Start. Okay. M. F von 1 und 2. Und wie kommt was kriegt er? Ah, jetzt kriegt er F1, 2. Das stimmt immer noch was nicht. Weil ich hätte jetzt hier eigentlich meinen Lambda schon erwartet. Schauen wir nochmal, wo er herkommt. Sagt er mir das? Bin ich ein bisschen blöd. Das auch noch, das können wir auch noch mal machen, aber ich habe mich jetzt eigentlich erstmal hier auf Display FN Doppelpunkt. Ich habe mich jetzt eigentlich erstmal auf diesen ersten Slot konzentrieren wollen. Display Args. Die Args nehme ich an, dass die stimmen. Schauen wir mal, wo er reinkommt. Start. Ach doch, halt mal, es hat gestimmt. Das war, kam von jemand anders da oben. Da steht es ja, FN ist unsere Lambda-Liste, Args ist 1, 2, ist perfekt. Okay, sorry, war in Ordnung, hat gestimmt. Ich weiß gar nicht, was der da vorher ausgegeben hat. Wo kommt denn dieses noch her? Da muss noch irgendwo ein Display drin sein. Ich glaube, der MyEval macht auch ein Display. Display Eval, ach hier. Okay, da kommt auch nochmals. Ja gut, das lassen wir mal noch drin, das ist vielleicht ganz geschickt. So, also jetzt sind wir hier an der Stelle und was kriegen wir? Wir kriegen jetzt also hier unsere Funktion Lambda, klar, und wir kriegen die Argumente hinten dran, die sind bereits evaluiert, das heißt, wenn wir jetzt das aufrufen, halt hier unten, wenn wir es nochmal aufrufen und übergeben dem mal ein F von 1 und A, dann sieht man, dass der hier die Args schon evaluiert kriegt, das A wurde schon resolved, klar, da ist der Rekursion von Eval Arglist schon durch, passt schon. Und hier haben wir den Lambda. Was müssen wir jetzt tun? Wir haben ja einen Eval, der eine Expression, sowas wie das hier, berechnen kann. Wenn er ein Environment hat, in dem ein X und ein Y drin steckt, kann der das eigentlich schon ausrechnen. Das heißt, eigentlich, was wir jetzt wollen, ist ein Environment aufbauen, in dem X und Y die richtigen Werte haben. Und was wären die richtigen Werte? 1 und 10 natürlich, weil das sind ja die Argumente. Und dann evaluieren wir einfach den Body. Das da, was da hinten steht, im Lambda, den Lambda-Body. Das heißt, wir rufen eval rekursiv auf den Body von unserer Funktion, von unserer User-Defined-Funktion, in einem Environment, in dem zusätzlich zu den globalen und was immer wir schon haben, zusätzlich auch noch x und y gebunden sind an die jeweiligen Argumente. Und das war's schon. Also, wir brauchen ein neues Environment. Jetzt können wir mal, zunächst einmal können wir mal unser Environment hier missbrauchen. Wir werden nachher sehen, dass das schlecht ist, aber das ist das Einfachste, was mir jetzt einfällt auf die Schnelle. Wir können jetzt mal sagen, addBinding, als erster Ansatz, addBinding in das Environment, und zwar, eigentlich müssen wir sagen, für alle, addBindings, Environment, und was sind die variablen Namen? Die variablen Namen, das ist aus dem Lambda das Second Element, das ist nämlich die Argumentliste. Das heißt, wir nehmen hier von unserer Function das Second raus, fn. Und was sind die Values? Die Values sind unsere Args, die wir hier schon evaluiert haben. Das heißt, die können wir einfach hier mitgeben, Args. Und dann braucht man addBindings, was eben Argumentlisten hat. Machen wir da mal eine Funktion dazu. Dann nehmen wir unser altes addBinding und machen da einfach eine kleine Loop drumherum.
Das heißt, hier oben, define add bindings, und das sind jetzt, ach so, naja gut, brauchen wir Environment als erstes Argument, okay. Das sind die Key, oder das ist eine Key-Liste, und das andere wäre eine Value-Liste. Und hier sagen wir, kommt wieder unser klassisches if equal Key-Liste nil. Dann sind wir fertig, dann liefern wir, was weiß ich, das Environment wieder zurück. Und ansonsten sagen wir, da brauchen wir, zwei Befehle. Das erste ist, dass wir sagen add binding. Wir holen uns den ersten, wir können es auch mit let machen, let ist vielleicht noch besser. Let first key, first key und first value list. Ja, war doch nicht so schön. First key list, klar. Und dann haben wir die zweimal rausgeholt. Jetzt machen wir ein Einzelbinding. Add binding in dem Environment auf den First Key. Soll er den First Value binden? Und dann rufen wir uns rekursiv auf. Add bindings. Ups. Add bindings und wir geben in das gleiche Environment, wir geben hier den Rest von der Keyliste und wir geben hier den Rest von der Value-Liste weiter und damit haben wir unsere Geschichte fertig. So, jetzt haben wir eine Routine, die quasi einen ganzen Wutsch von Bindings macht. Das ist genau das, was wir da unten brauchen. Add bindings in unsere User-Defined Function, wenn ich hin bin. Hier Add bindings, Environment, Second. So, und jetzt mache ich hier mal Display, damit wir das sehen. Display, Environment vorher, Doppelpunkt. Und wir geben hier nochmal Display das reinkommende Environment aus. Und hinten machen wir mal ein Print, Copy, Paste, Environment nachher. Display Environment. Schauen wir mal, was er macht, ob das gut aussieht. Jetzt bleibt hier. Sehr gut. Bin immer wieder erstaunt, wie wenig Syntaxfehler man kriegt. Wenn man das mit den Klammern halbwegs hin hat, hat man fast keine Syntaxfehler mehr. Gut, manchmal muss man ganz schön suchen. Aber jetzt, wo waren wir? Bei F, 1 und 2. Aha. So, jetzt schauen wir mal. Environment vorher. Da gehört irgendwie noch vielleicht ein Display, ein Newline rein, weil sonst. Ich bin sicher, es gibt in Scheme höchst komfortable Printfunktionen. Da gibt es eine, die heißt Format, da kann man alle möglichen Sachen machen. Aber da will ich jetzt gar nicht danach suchen, auf die Schnelle, weil bis ich das gefunden habe, ist die Vorlesung zu Ende. Und es geht mir jetzt gar nicht um die Scheme-Details. M, F von 1, 2. Also, Environment vorher, da ist unser Lambda drin. Environment nachher, hier ist ein zusätzliches Binding mit Y2 und ein zusätzliches Binding mit X1. Okay, und wenn wir jetzt den Body von unserem Lambda, der ja das da hinten ist, wenn wir den jetzt aufrufen in dem Environment, dann kriegen wir genau das Richtige. Das heißt, der Wert von der User-Defined Function wird, der Return-Wert, wird hier der rekursive Aufruf, also myEval. Und jetzt gebe ich wieder den, jetzt muss ich den Body, holen wir es mal raus hier vielleicht, weil da machen wir einen kleinen Let und sagen, die Lambda-Args ist second von fn und der Lambda Body ist das dritte von unserem fn und hier können wir dann sagen Lambda Arg und dann sagen wir hier hinten, okay, wir rufen myEval auf. In, jetzt haben wir hier das Environment destruktiv modifiziert, aber das passt erstmal. Übrigens ist hier noch ein Fehler. Der if tut noch nicht, da fehlt auch noch ein Environment, sehe ich gerade, mache ich gleich bei der Gelegenheit. Kurzer Interrupt. Und dann habe ich hier auch noch mal einen. Das ja. So, ich rufe also myEval jetzt rekursiv auf den Lambda Body in
dem Environment, in dem jetzt x und y gebunden sind. Schauen wir mal, was dann rauskommt. Den Error brauchen wir nicht mehr, der ist jetzt weg. Hoffentlich. Environment unbound. Warum? Ach, da habe ich sogar noch das Environment-Argument vergessen. Also offensichtlich macht der hier ein bisschen mehr bei Define bzw. Lambda. Der guckt schon ein bisschen rein, ob es stimmt, weil sonst würde er das hier nicht merken. Er hat ja noch nichts evaluiert. Unsere Evaluator macht das erst zur Laufzeit. Klar, das ist jetzt einfach eine einfache, simple Lösung. Aber 3 kommt raus. Das Problem, was wir jetzt hier haben, sieht jemand sofort, unser Environment ist natürlich verhunzt. Weil in unserem Environment steckt jetzt immer noch das X drin von vorher und das Y auch noch. Und das will man natürlich nicht, das muss jetzt eigentlich wieder weg sein. Klar. Das heißt, was wir eigentlich machen müssen, ist ein neues Environment bauen. Und das Tolle an unserem neuen an unserem Environment ist, wir haben ja bisher hier das Environment so reingegeben und hier hängt ja dann diese ganze Kette von Bindings dran. Und wir könnten ein neues Environment einfach dadurch bauen, dass wir hier sowas, so eine neue Zelle anlegen, hier diese neuen Bindings anlegen und die alten dann da dran hängen. Warum brauchen wir die alten? Die alten brauchen wir, weil da unsere globalen drin sitzen, da ist ja Plus, Mal und was weiß ich, und A und B hat man ja da alle drin. Wir werden nachher sehen, dass das auch vielleicht nicht geschickt ist, wenn man das so macht, aber ich mache es jetzt erstmal so. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, eigentlich würde ich vielleicht sogar gleich auf diese andere Möglichkeit gehen. Die funktioniert folgendermaßen, man sagt einfach, man erlaubt, dass ein Environment sowas wie ein Parent-Environment hat. Das heißt, ich habe hier ein Environment mit einer Kette von Bindings dran und jedes Environment hat ein Parent. Und wenn ich jetzt sage getBinding und ich finde es nicht hier, dann gehe ich in den Parent und suche es da. Wir werden nachher sehen, dass das super geschickt ist, wenn man das so macht. Deswegen werde ich es jetzt gleich so tun. Wir könnten dann nämlich sagen, okay, ganz oben ist unser Top-Level-Environment, das was bisher die World war. Und da finde ich dann Plus und Minus und Mal und solche Sachen drin. Und jeder Funktionsaufruf kreiert sich ein kleines Mini-Environment, wo nur die lokalen Variablen, also hier x, y zum Beispiel, drin sind. Und wenn ich jetzt suche innerhalb eines Bodies, also zum Beispiel ich will jetzt dieses Plus x, y evaluieren, dann finde ich die Variablen ja auf jeden Fall in meinem eigenen Environment. Andere Variablen wie das Plus oder andere Bindings finde ich hier nicht. Ich muss dann aber hochgehen und finde sie dann da oben. Es hat aber den Vorteil, dass ich zum Beispiel jetzt auch eine Funktion definieren kann, die als Argument hier irgendwas kriegt, zum Beispiel Plus. Könnt ihr ja als Argument kriegen, ist ja auch ein gültiger Name. Und dann könnte ich da innen drin, würde ich über das Plus dann auch dieses Lokale finden. Okay, also, wie müssten wir jetzt unser Environment so umorganisieren, dass es das kann? Das heißt, ein Environment hat immer ein Parent, möglicherweise ein Parent. Und geschickterweise haben ja unsere Constzellen 2 Slots und den ersten haben wir noch nicht verwendet. Bisher habe ich ja nur über das Cutter. Einmal fälschlicherweise über das K durch, aber nur über das Cutter. Und jetzt setzen wir das Parent-Environment hier immer in den K rein und dann können wir da letztendlich dann die Parent-Kette hochsuchen. Okay. Also das Erste, was wir brauchen, ist, dass wir unsere Binding-Prozeduren ändern. Also Empty-Environment passt noch, das ist hier diese Nil-Nil-Liste, klar, das ist das hier. AddBindingHelper bleibt auch eigentlich im Grunde genommen, das ist der für den da. Jetzt habe ich ein Problem. Sorry. AddBinding geht auch noch, eigentlich, wie wir nachher sehen, wir brauchen, ja, vielleicht definiere ich mir hier mal erstmal ein paar Getter. Define getBindingList von einem Environment. Und da definiere ich, dass ich hier zurückliefere den mCutter von dem Environment. Und dann sage ich define getParent von einem Environment als mCar von dem Environment. Und dann sagen wir noch, genau, und dann das EmptyEnvironment funktioniert soweit. Okay, AddBindings scheint alles noch funktionieren. AddBindings, das wird sich nachher auflösen, das brauchen wir nachher nicht mehr.
Aber getBinding müssen wir ändern. Hier getBinding. Hier müssen wir überlegen, was wir machen, wenn wir wenn wir am Ende sind, müssen wir schauen, ob wir einen Parent haben, und dann müssen wir da nochmal weitersuchen. Das heißt, hier müssen wir uns überlegen, ob wir hier einen Error machen, reißen können, was wir bisher tun. Das ist vielleicht eine dumme Idee, weil diesen getBinding-Helper, der nur innerhalb einer Liste durchsucht, den würde ich jetzt eigentlich ohne Error, würde ich vielleicht, was machen wir da, liefern wir da zurück, was Spezielles vielleicht, wir liefern einfach zurück, if equal nil. Wie ist das jetzt mal eine Klammerei? Hier. Da liefern wir zurück ein Not found Token. Wir müssen nachher aufpassen, das ist ein bisschen blöd, was ich hier mache mit not found. Aber ich will hier ein spezielles Symbol zurückliefern. Ich kann jetzt nie not found in meine Environments reinschreiben, wenn ich das jemals wollte, wenn ich sowas hier verwende. Ne? Ich werde es nachher nochmal ändern. Aber was ich im Prinzip machen will, ist erstmal Folgendes machen. Ich sage getBinding von meiner Liste, und dann muss ich gucken, wenn da not found zurückkommt. Also if equal getBinding in meiner lokalen Liste, quote not found. Wenn das der Fall ist, dann muss ich gucken, habe ich einen Parent? Also if equal getParent von dem Environment nil, dann habe ich tatsächlich einen Fehler, weil dann habe ich es nicht gefunden. Dann kann ich hier meinen Error bringen. Error. Und da sagen wir auch Begin Display Key not found. Und dann ein Error. Ansonsten ist es nicht nil, und dann kann ich sagen get, der Return-Wert wird getBinding von getParent von dem Environment den Key. So, jetzt zu diesem not found. Ich habe natürlich ein Problem, wenn ich selber zum Beispiel den Interpreter in dem Interpreter laufen lassen will, dann kann es sein, dass ich ein Environment brauche, in dem das not found drin steckt. Das kann ich jetzt aber nicht reinschreiben. Ich kann also kein define foo als hash not found hier drin sagen, weil not found genau das Symbol ist, was mir sagt, dass er es nicht gefunden hat. Deswegen kriege ich das nie raus. Was kann man da machen? Ich könnte vielleicht so ein Ding machen, define not found Object als irgendwas, zum Beispiel als ein cons nil nil. Das heißt, ich lege ein neues Objekt an und setze das hier rein. Dieses neue Objekt gibt es nur einmal im System und nur einmal gebunden an dieses not found Objekt. Und dann sage ich hier, ich liefere hier das not found Objekt zurück. Also das ist ein Singleton quasi, das ich hier anlege. Sowas. So, jetzt gibt es den Konflikt nicht mehr. Also vorher habe ich einen Namen quasi reingeschrieben, jetzt schreibe ich ein Objekt rein. Das mit dem Namen war schlecht, weil wenn ich den Namen selber da drin mal halten wollte, dann ging das nicht. Okay, also starten wir es mal und schauen wir mal, ob es überhaupt noch funktioniert. Aha, da habe ich noch ein Problem. Klar, da habe ich gesagt, wenn ich es nicht gefunden habe, oder nee, wenn es das Not-Found-Objekt ist, dann suche ich weiter. Ja, aber was ist, wenn es nicht das Not-Found-Objekt ist, wenn es tatsächlich drin ist? Also muss ich es erstmal suchen. Let found value oder einfach mal T den Helper copy. So, und jetzt sage ich if equal T, was ich gefunden habe oder auch nicht. Wenn das NotFound-Objekt ist, dann gehe ich hoch. Ansonsten liefere ich zurück T. Ich muss natürlich auch was Sinnvolles zurückliefern. Und das Ganze wird jetzt nochmal weiter eingerückt, dass es wieder passt. So, jetzt schauen wir mal, ob unsere... Ja, wir müssen jetzt auch mal
einen Test, vielleicht einen kleinen Test machen auf so eine Binding-Liste, die ein Parent hat. Define the world, machen wir hier mal World 1 als empty environment und dann sagen wir define World 2 auch als empty environment. Oder vielleicht machen wir dafür gleich einen neuen Kreierer. Statt empty environment mache ich noch ein zusätzliches. Copy, paste, define, make, child environment. Und das child environment, das kriegt einen parent mit. Und der parent wird nachher hier unser car, der Teil. So, jetzt habe ich also einen Konstruktor gebaut, der mir gleich diesen parent richtig reinsetzt. Gut, und dann haben wir gesagt, hier ist the world, ist ein empty environment und die world 2 ist ein make child environment von the world. Na, lassen wir das mal the world und dann machen wir hier auch the world. Okay, und dann sagen wir add binding in World 2, quote C als 30 und add binding, jetzt kommt das Interessante, World 2, das A redefinieren wir in der World 2 als 100. Das ist jetzt mal mein Testfall, ich will jetzt mal nur die Bindings ausprobieren. Also, was haben wir in the World? Oh, das ist aber nett, wie er das ausgibt, finde ich jetzt schön. Da vorne ist unser Parent. Dann kommt der Punkt, dann haben wir hier ein Binding von F an Lambda, equal, Building-Prozedur, B und so weiter. Und was ist unsere World 2? Hat im Parent-Slot die World 1, sieht man hier, eine Referenz drauf, und hier hinten nochmal eine eigene Kette mit A, B, C. Sieht cool aus. Jetzt machen wir mal ein Get-Binding. Halt, das war wieder kein Fokus. Get-Binding in the World. Wollen wir wissen, was da A ist? Und da sagt er 10, das ist ja auch richtig, das ist hier oben die 10. Und dann fragen wir mal die untere Welt, GetBinding, die Schattenwelt, World 2 nach dem A. Und da kommt die 100 raus. Ist klar, weil da findet er sie zuerst. Okay, jetzt fragen wir nochmal die World 2, GetBinding, World 2 nach dem B. Das muss er ja finden, da muss er dann nach oben gehen. Kommt die 20 raus, sehr schön. Also, jetzt haben wir die Infrastruktur für Bindings, die wir stacken können. Da können wir Child-Bindings drunter setzen, neue kreieren. Und genau das mache ich jetzt, wenn ich eine Funktion quasi aufrufe, wenn ich ein Lambda evaluiere. Da mache ich mir ein neues Binding, ein Child-Environment, wo die Variablen-Bindings alle drin sind. Hänge den Parent in die Kette ein. Und damit modifiziere ich zum einen den Parent. Das heißt, wenn ich rauskomme, ist der Parent immer noch unmodifiziert. Ich habe quasi ein lokales, temporäres Environment mir mal eingebaut, ein lokales Child. Also, jetzt gehen wir runter wieder zu unserem Evaluate Lambda. Es wird doch ein bisschen komplizierter, als man zuerst dachte hat, aber es geht so. Wo waren wir? Evaluate User Defined Function. Hier. Da habe ich Add Bindings gemacht und da mache ich jetzt hier mir ein neues Child Environment. Das heißt, ich sage hier, ich habe ein New Environment und das heißt Make Child Environment. Und der Parent ist das Environment, was da reinkommt. Das Environment, das ich hier außen kriege. So, halt, fällt da jetzt noch eine Klammer. Ja. Und dann sage ich nicht add bindings in meinem alten Environment, sondern in dem new Environment. Und damit werden diese neuen XY-Bindings von dem Lambda hier, werden dann in dem neuen Environment angelegt. Und den rekursiven Aufruf, den muss ich natürlich dann auch im new Environment machen, hier unten. Damit dann der Body evaluiert wird in einem Environment, in dem die Bindings für die Argumente auch drin sind. Okay, starten wir das Ganze. Ja, wieder ziehen wir es wieder ein bisschen hoch. M, also F von 1 und 2, 3, funktioniert. Und jetzt gehen wir nochmal in das F, in das M rein. Fragen wir uns nach X, das war ja unser Problem. Und er sagt, key not found. Also es funktioniert jetzt, das X ist nicht mehr drin. So, das war es eigentlich schon fast. Also, was jetzt noch kommt, ist eigentlich
Pille-Palle. Spielen wir mal ein bisschen mit unserem Interpreter rum. Also kann ich damit schon, was brauche ich denn für Fakultät? Ich brauche natürlich immer die Multiplikation. Machen wir die mal kurz rein noch. Wir könnten jetzt natürlich ja die Addition wieder als, sie erinnert sich an die Peano-Nummern, aber ich glaube, das machen wir jetzt mal nicht. Also Copy, Paste, Built-in Procedure Times nenne ich es mal. Und dann rufen wir eval times auf. Und ich brauche eine zusätzliche Klammer irgendwo mal. Hier hinten. Dann brauchen wir das eval times. Das können wir auch mit Copy-Paste hernehmen. Oh. Undo. Copy-Paste. Eval times. Und nochmal. Hier ist ein Mal. Und oben brauche ich einmal ein Binding in der Welt. Mal. Built-in Procedure. Times. Das war's schon. Jetzt müssen wir eigentlich multiplizieren können, theoretisch. Schauen wir mal. M. Jetzt kann ich sagen, mal AB. Und dann müsste 200 rauskommen. Okay, das funktioniert. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein If. Den If muss ich nochmal ausprobieren, ob das überhaupt noch tut. If größer haben wir, ne, equal a 10, dann wollen wir 100 haben, ansonsten 1000, 100. Also der if scheint auch noch zu tun, das ist ein schlechter Test, aber. Also if haben wir. Sie sehen übrigens, wenn wir sowas implementieren wollten, das ist vielleicht ganz interessant, wenn wir die syntaktischen Konstrukte auch noch redefinierbar machen wollten, also zum Beispiel, dass man sagen kann, define if als wenn, und dann kann man sagen, wenn a größer 10 und kann in Deutsch programmieren. Das geht in dem Scheme nicht, weil der das nicht erlaubt. Der sagt, aha, das ist Syntax, das kannst du nicht redefinieren. Macht vielleicht Sinn jetzt aus Software-Engineering-Gesichtspunkten, dass man, das würde nämlich dann unter Umständen völlig unverständlich werden können. Aber aus mathematischer oder jetzt aus philosophischer Sicht sehe ich da eigentlich gar keinen Grund, dass man das jetzt auch noch verbieten muss. Dann müssen wir eigentlich im Grunde genommen nur diese Indirektion, die wir da oben gemacht haben mit unserem Built-in-Procedures plus, auch noch für die syntaktischen Elemente durchführen. Also ich könnte hier zum Beispiel sagen, add binding the world, copy, paste, add binding the world by if. Und da schreibe ich jetzt hin, build in, vielleicht nicht Procedure, sondern Syntax, if. Und dann würde ich hier unten den, bevor ich hier den Value überprüfe auf if, define oder lambda, da würde ich hier im Prinzip auch die evaluated function schon mal rausziehen, dass die schon evaluiert wird. Dann würde ich quasi das if schon auflösen zu diesem build in Syntax. Machen wir das mal. Also, aber nicht die Argumente, nur die Function, Evaluated Function, und muss dann hier auf Evaluated Function fragen. Und hier auch, das war's. Ich darf auch nicht mehr auf das if prüfen jetzt, sondern ich muss hier auf das Built-in Procedure, Built-in Syntax if abfragen, Built-in Syntax if. Copy. Hier waren wir. Also, wenn es built-in Syntax if ist, dann das. Wenn es built-in Syntax define ist, dann das. Wenn es built-in, schade, wenn es built-in Syntax, halt, das stimmt noch was nicht. Wenn es built-in Syntax lambda, Lambda, dann E. Und wenn es Built-in Syntax, das machen wir jetzt mal anders, Copy, Built-in Syntax Set, dann das. Das Built-in Syntax Set habe ich, glaube ich, noch vergessen hier oben, das muss ich noch kurz definieren. Ja. Add Binding, Copy, Paste, Set, Ausrufezeichen, als Built-in Syntax Set, Ausrufezeichen. So, wenn wir das jetzt machen, das hat einen echten netten. Ja, brauchen wir auch noch. Das war aber noch mehr kaputt.
Lambda. Na. Lambda, das kann man doch kopieren. Warum kopiert er den blöden Quote immer mit Lambda und Define? War das das, was er angemosert hat? Oder war es hier ein fehlendes Blank? Ne, da hat er mehr. Was sagt er? Bad Let Syntax. Da haben wir wahrscheinlich irgendwo, ja, hier eine Klammer vergessen. Okay, Start. Immer noch was nicht? Involved. Oh, wo war er jetzt? Das Let. Ah, okay, sorry. Ja, das darf natürlich nicht sein. Soweit ist soweit so gut. Und jetzt stimmen vielleicht die Klammern auch nicht mehr. Doch, die stimmen noch. Start. Fn. Was habe ich jetzt noch kaputt gemacht? Ah, okay. Da, das ist eine interessante Frage bei der, an der Stelle zum Beispiel, genau. Ich habe ja jetzt hier ein Let und hier verwende ich was, was ich hier oben erst im Let letztendlich definiert habe. Das heißt, jetzt muss man sich überlegen, ob das Let letztendlich an die nachfolgenden Expressions schon die Rest schon eigentlich ein Binding, ähnlich wie bei uns unten mit dem Lambda-Binding, baut das Let ja auch nichts anderes als ein Environment auf. Wir werden es nachher sehen, wenn wir das Let implementieren. Aber die Frage ist, ob für jede Folge-Expression schon das neue Environment übergeben wird oder noch das alte. Und tatsächlich gibt es in Scheme zwei Lets. Das eine Let, und das ist das hier, das macht das nicht, das evaluiert nämlich zuerst alle diese Expressions in dem alten Environment und legt dann ein neues an mit Fn und Evaluated Function und UArglist. Und es gibt ein Let Stern, das macht das nicht, das man legt ein neues an und tut quasi die bereits berechneten schon in das neue rein und übergibt die den nächsten. Wir können das aber dadurch umgehen, dass ich einfach hier mal sage, ich mache ein Let im Let, dann sind wir auf der sicheren Seite, dann sage einfach hier, ich let, mache das so, weil ich will nicht, ich wollte eigentlich nicht zu viel Scheme-Know-how hier innen rein schon jetzt in die Vorlesung bringen, weil, wie gesagt, es geht mir natürlich schon auch um Scheme, aber nicht eigentlich um die Details einer konkreten Implementierung. So, und dann haben wir auf jeden Fall, sind wir jetzt auf der sicheren Seite, jetzt muss ich das bloß alles nochmal einrücken. Und die Zeit nehme ich mir. Wenigstens ein bisschen. So. Und wenn man ein zusätzliches Let hat, brauchen wir noch eine zusätzliche Klammer. Stimmt's jetzt? Oh, das ist aber auch schön. Wow. Aber es geht leider weg, sobald ich scrolle. So, gut. Jetzt können wir tolle Sachen machen. Jetzt können wir genau das machen, was ich eigentlich immer wollte. Nämlich, ich kann sagen, define function als Lambda. Weil jetzt ist nämlich Lambda. Lambda ist jetzt gebunden bei uns in Built-in Syntax Lambda. Und dann kann ich das einfach umsetzen. Jetzt kann ich nämlich, warum braucht das wieder so lang? Define Function als Lambda, was cool ist. Und jetzt kann ich hier drin eben auch in unserem, jetzt kann ich natürlich hier auch Function fragen, da kommt das gleiche Binding wieder raus. Und jetzt kann ich sagen Function ohne Argument plus A10 als Beispiel. Ja, dazu muss ich natürlich in meinem M sein und nicht im normalen. Also jetzt kann ich hier sagen, define f als Function mit x und y und er soll ausreichen plus xy. Das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man das kann. Ich finde es schade, wenn man das nicht redefinieren kann, das Lambda. Also er hat es jetzt gemacht und unser M, wenn ich den jetzt frage nach dem f, kommt auch wieder Function raus, weil der sich das ja bloß gemerkt hat. Dummerweise, ein Problem haben wir noch. Nee, haben wir bis jetzt noch nicht, weil der Eval User Defined Function, ja gut, der ignoriert ja das erste Argument. Der guckt ja nicht nochmal nach, ob da ein Lambda oder irgendwas drinsteht. Also insofern funktioniert das jetzt auch. Tatsächlich kann ich es jetzt aufrufen, M, und kann sagen F von 1 und 2 und dann kommt unser 3 raus. Hervorragend. So. Jetzt sind wir schon soweit, können wir unser Factorial definieren in dem M. Also wir sagen define Factorial, ich habe noch nicht die spezielle define Form, sondern nur die, wo man eine Expression hat und eine Key, also ich kann noch keine Klammern, kann noch nicht dieses define nehmen. Das geht jetzt noch nicht, aber das machen wir gleich als nächstes. Und kann sagen, das ist eine Function mit einem N als Argument und dann sage ich if
equal n 1, dann kommt 1 raus, else mal, das haben wir ja jetzt, n fuck von minus, minus haben wir noch nicht, shit, minus n 1. Noch eine? Okay. Wie kriege ich jetzt ein Minus hier rein, ohne dass ich das alles nochmal eintippen muss? Ich glaube, ich komme nicht drum rum, dass ich das hier vielleicht einfach einmal jetzt eintippe. My eval define function lambda. My eval. Also das sind quasi jetzt vordefinierte Library-Functions, die wir hier eingeben können. My eval, und da kann ich gerade den ganzen Code hier kopieren. Copy. My eval define Fakultät. Klammer zu. Und jetzt brauche ich noch eine Minusfunktion. Die haben wir noch nicht implementiert gehabt. Die gehört jetzt noch dazu. Also in die World. Copy, paste. Minus. Built-in procedure minus. Dann haben wir das in unserem Switch. Und da sehen wir schon, dass das immer wieder lästiger wird. Das heißt, wir könnten uns mal überlegen, ob wir das auch nochmal dynamischer machen. Aber das machen wir vielleicht hier in dieser Lisp-Version nicht mehr. Minus. Man könnte nämlich eigentlich gleich dieses myeval minus dran binden in irgendeiner Form, dass er hier bloß noch rausholt und die Funktion gleich an der Hand hat. Aber wir lassen es jetzt erstmal. So, Klammer zu. Und jetzt brauchen wir noch ein eval minus. Tatsächlich ist die Routine jetzt hier eigentlich so einfach, dass ich das my eval plus und my eval minus hier gar nicht mehr aufrufen müsste. Ich könnte jetzt eigentlich auch gleich dieses apply copy hier oben in das plus reinschreiben. Also könnt hier gleich sagen, apply plus evaluated args, vielleicht wird das sogar lesbarer dadurch. Und dann spare ich mir hier diesen ganzen Code hier unten. Und hier das gleiche passiert bei mal. Und das gleiche passiert bei minus. Das war mal schon und minus. Und dann spare ich mir hier unten dieses eval times. Apply equal funktioniert genauso. So, und damit wird der ganze Code wieder ein bisschen schöner. Am Schluss bleibt bloß die Syntax übrig eigentlich, weil alles andere haben wir hier oben dann abgehandelt. Stimmt das noch mit den Klammern? Ja. Okay, Start. Ne, da stimmt noch was nicht. Halt, ja, the world muss ich natürlich immer noch als Zusatzargument an unser myeval mitgeben. Start. Gut, jetzt hat er schon einiges evaluiert, passt schon. Starten unseren Interpreter wieder, probieren mal, ob Minus funktioniert, ganz kurz. Minus 10, 1, da kommt 9 raus. Okay, und jetzt unsere Fakultät von 3, ja, 4, 24. Fakultät von 10, da rappelt es in der Kiste, aber es kommt raus. Also wir haben jetzt einen kleinen Mini-Interpreter, der kann eigentlich schon semantisch das, was viele Programmiersprachen können. Natürlich ist die Syntax alles noch ein bisschen, da gehört ein bisschen GUI dazu und ein bisschen schönerer Schnickschnack, aber Sie sehen, wir können schon rekursive Funktionen aufrufen. Ganz cool. Was können wir nicht? Und das mache ich gleich nach der Pause, deswegen mache ich jetzt noch einmal ganz kurz für Sie zum Nachdenken und vielleicht haben Sie eine Idee, was falsch läuft. Ich probiere mal Folgendes. Unser berühmtes MakeAdder. Define makeAdder als Function von n, die zurückliefert eine Function von a, die ihrerseits wiederum plus an berechnet. Okay, soweit so klar, das ist inzwischen tägliches Brot, das kennen wir jetzt alles schon. Und dann sagen wir, define add, halt ohne, add 10, als MakeAdder von 10.
klar, so weit, so gut. Das macht er auch alles noch, wunderbar. Bloß wenn ich es jetzt aufrufe, mein Add 10, Add 10 von 20 mit 20, dann sagt er, key not found, was hat er nicht gefunden, das müsst ihr vielleicht nochmal sagen, das machen wir noch kurz. Das heißt, ich gebe das aber auch kurz als Ding ein, weil das wird unser nächster Testcase, deswegen mache ich da eine vordefinierte Ding-Geschichte. Copy, paste, ich will das nicht jedes Mal wieder neu eintippen müssen. Define make adder. Und das ist das gewesen. Und dann brauchen wir noch ein myeval, copy, paste, das war der add 10. Nochmal starten, da müsste ich jetzt eigentlich direkt sagen können, m add 10 zu 20. Gut, und dieser Error, der gibt uns nicht aus, welcher key not found, also key not found, Doppelpunkt, und dann sagen wir Display Key und vielleicht noch ein Display mit einer Newline, damit es netter aussieht. Machen wir das nochmal. Also M, unser Interpreter, add 10 zu 20 und welcher Key ist nicht gefunden? Key not found N. Ich zeige Ihnen nochmal unsere Funktionsdefinitionen und dann gehe ich in die Pause. 5 Minuten und Sie überlegen sich, warum findet er das N jetzt nicht mehr? Vielleicht malen Sie sich die Environments auf, zu welchem Zeitpunkt welches Environment gilt und wie die aussehen. Und dann ist, ich mache es natürlich noch an der Tafel für alle, aber Sie können sich das gleich als während der Pause überlegen. 5 Minuten Pause. Das heißt, wir haben jetzt einen Interpreter, der die Semantik ohne Closures kann.